eigentlich genauso gelassen wie in den letzten Jahren auch, weil wir schon auch wissen, was wir trainiert haben, was wir abgeliefert haben in der Vorbereitung, die Mannschaft genau beobachten können. Ich glaube, wir haben uns, was unsere Kader angeht, Stück für Stück verbessert in dieser Zeit. Wir haben uns in unserer Art und Weise des Spiels Stück für Stück stabilisiert und verbessert. Und wenn wir das weiterhin so jetzt aufrechterhalten können, dass es jetzt nicht mehr so raketenartig nach oben geht, wie es vielleicht am Anfang der Fall war, aber dass vielleicht immer es uns unterm Strich, dass wir hier sitzen können nach einem halben Jahr oder wenn die Rückrunde zu Ende ist, um dann festzustellen, okay, das war eine gute Rückrunde und wir sind doch noch mal ein Stück vorwärts gekommen. Ja. Das ist unser Ziel, aber wir erwarten jetzt keine Explosionen, ja, sondern dieses Niveau Stück für Stück vorwärts zu bringen, das ist eine unglaublich schwere Aufgabe fürs Team und für uns alle. Sie sehen ja nur die Tabelle, ich sehe ja immer auch, wie wir spielen. Ja, und für uns ist wichtig, dass wir besser werden, dass wir eine Entwicklung mit unserer Mannschaft, mit unseren Spielern vorantreiben. Und was dann dabei rauskommt, das werden wir sehen am Ende. Ja. Ich glaube, dass die anderen Mannschaften meistens auch nicht allzu viel schlechter werden in der Rückrunde. Und deswegen hast du eine harte Konkurrenz und musst da Gewehr bei Fuß stehen. Und dann schauen wir, was rauskommt.